Was geht, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Bonusvideo zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir featuring Crush 4589. Ihr seht richtig. Es findet nun eine weitere Verteilung eines Event-Pokémon exklusiv über den GameStop statt. Seit Freitag, den 5. Februar 2016, werden dieses Mal gratis Event-Codes zum legendären Pokémon Mew verteilt. Und in diesem Video möchte ich euch dann zeigen, was dieses Pokémon alles drauf hat. Und ich würde sagen, wir empfangen es erstmals ganz schnell. Jetzt habe ich leider den Text nicht gelesen, aber... Ach, hier steht es. Zur Feier von 20 Jahren Pokémon hältst du das mysteriöse Pokémon Mew. Mew ist das erste mysteriöse Pokémon, das entdeckt wurde. Und zwar ursprünglich per Verteilung in Rot-Blau. In Pokémon Rot und Pokémon Blau erhältlich. Da ist es. Mysteriöses Pokémon Mew. Danke, dass du Pokémon spielst. Hol dir dein Geschenk von unserer Lieferantin Pokémon Center ab. Yep. Machen wir mal schnell, ne? Aber ich frage mich, ob es da noch ein zusätzliches Event dafür gibt. Außer, dass man das jetzt einfach bekommt. Naja. Checken wir es einfach aus, ne? Es ist auch echt cool, weil Mew konnte man ja früher auch nur, Mew konnte man auch per Verteilung über Rot und Blau bekommen. Ansonsten konnte man es aber auch cheaten durch einen, Glitch. Den berühmten Mew-Glitch. Den kann man allerdings jetzt nicht bei Pokémon Rot, Blau und Gelb über den 3DS eShop ausführen. Denn, ja, ihr wisst es ja, Rot, Blau und Gelb wird es demnächst nur für den 3DS eShop zu kaufen gehen. Das heißt, die ersten Pokémon-Editionen, also zum ersten Mal werden auch Pokémon-Editionen im eShop verkauft. Und da kann man leider Gottes diese Glitch nicht ausführen. Ich fürchte, da hat man schon, den hat man dafür schon gepatcht. Und, ja... Das ist zwar schade, aber ja, was soll's. Immerhin kann man überhaupt schon, überhaupt nochmal die Chance, die alten Pokémon-Games zu bekommen. So, und ja. Ich muss sagen, bei mir hat sich jetzt einiges geändert seit dem letzten Event. Ich habe nämlich meinen Urlaub in Gran Canaria jetzt ein wenig gespielt und habe jetzt zumindest schon mal den 8. Orden Proto-Kyogre gefangen und ein neues Team zusammengestellt. Alle sind jetzt auf Level 50 und es ist fast doch dasselbe Team, bis auf einen einzigen Unterschied, und zwar anstelle von Latias habe ich dieses Mal Gardevoir ins Team genommen. Ist auch besser, weil es hat zwar nicht den Typ Drachen, aber ein Psycho-Pokémon kommt auch ganz gut, kann man auch ganz gut verwenden. Vor allem ist es auch eigentlich das beste Feen-Pokémon bislang. Gardevoir ist der Götter wirklich, glaube ich, meiner Ansicht nach ist Gardevoir wirklich das bislang beste Feen-Pokémon, das ich jemals, das es aktuell gibt. Weil ich meine, in Pokémon X und Y, da sind nur sehr wenige Feen-Pokémon dazu, neue Feen-Pokémon dazugekommen, wie Felinara zum Beispiel. Das kann man auch noch als gutes Feen-Pokémon verwenden. Aber Gardevoir ist da schon wirklich eine ganz andere Nummer. Und deswegen habe ich mich erstmals für, anstelle von Latias, für Gardevoir entschieden. Mir fehlt nur noch der Megastein für Gardevoir, weil dann kann ich erst richtig damit abgehen. Ein einziges Problem, was ich aber habe in meinem Team, also mit Logok zum Beispiel, ist die Tatsache, dass es leider Gottes ein Wesen hat, das den physischen Angriff schwächt. Und dafür den Spezialangriff erhöht. Das passt natürlich jetzt nicht zu Logok, aber da kann man nichts machen, ne? Das war schon so und das muss ich akzeptieren. Ansonsten habe ich schon mal so weit gespielt, wie es nur, wie es normal geht. Und jetzt kann ich mir endlich auch... Oh, Moment, ich muss erstmal Platz schaffen, ne? Jetzt kann ich mir auch endlich noch ein Mew dazu holen. Leider Gottes fehlen mir noch solche Event-Pokémon wie DNC zum Beispiel. Die werde ich leider nie wieder sehen.
Das ist das Problem an der Sache. Weil die entzieht, da hätte ich vor allem hier den Megastein noch kriegen können. Das erste legendäre Pokémon, das eine Mega-Entwicklung kann, bevor, also vor Kyogre und Groudon, obwohl das dient dann, obwohl bei Kyogre und Groudon ist es nur eine Protomorphose, das ist ein Unterschied. Naja, obwohl man kann ja schon sagen, Mega-Entwicklung ist es zwar auch, aber naja, wenn dann zählt dann eher Rayquaza als ein weiteres Legi-Pokémon, das auch eine Mega-Entwicklung ausführen kann nach DNC. Ach ja, Latios. Und Latias auch nicht zu vergessen. Die ich auch schon beinahe verschwitzt. Nee. Ansonsten gibt es ja keine Legis, die aktuell eine Mega-Entwicklung, den sie ihm ausführen können, ne? Ich denke nicht. Aktuell weiß ich das nicht auswendig. Egal. Holen wir uns jetzt Mew. Da ist es. Geil! Mann. Ich habe auch bislang nie diesen Mew-Glitch ausführen können. Und jetzt... bekommt man auch offiziell ein Mew. Jetzt schauen wir uns das Pokémon mal an. Es hat sogar schon Level 100. Ist das zu fassen? Damit könnte ich sogar schon eine der Sonderbedingungen für ein bestimmt... Damit könnte ich zum Beispiel jetzt auch eine bestimmte Sonderbedingung für die speziellen legendären Pokémon erfüllen. Welche zum Beispiel nur... Also, wofür man Pokémon für Level 100 benötigt. Das kann ich dann demnächst auch wieder mal nachholen, wenn ich mal Zeit habe. Naja, es hat Level 100, ein Spezial Plus Angriffswesen und Spezial Minus, also Initiative Minus Wesen. Also, was ich sagen wollte, ein Wesen, das den Spezialangriff erhöht, aber dafür die Initiative absenkt und aber dafür nur die Attacke Pfund beherrscht. Komisch. Naja, aber man kann das Moveset noch ausbauen, wie man möchte, weil Mew kann ja jede Attacke lernen. Jede TM, alles. Egal, was es auch ist. Das macht der Mew zu was Besonderem. Aber mehr gibt es da wohl nicht. Da kann ich euch wohl nur mit dem Video bestätigen, dass es Mew jetzt auch, dass jetzt auch das Pokémon Mew bei GameStop verteilt wird. Für den Fall, dass ihr das nicht wisst. Aber ich muss euch sagen... Leider Gottes habe ich dieses Mal nicht mehr als nur einen Code bekommen können. Das, was ich jetzt gekriegt habe. Also ich dürfte jetzt diesmal nur maximal einen Code mitnehmen. Mehr dürfte ich diesmal nicht mitnehmen. Das heißt, es gibt kein Gewinnspiel für diejenigen, die was jetzt kein GameStop in ihrer Nähe haben. Schade, aber tut mir leid, da kann ich leider nichts machen. Deswegen solltet ihr lieber gleich einen GameStop aufsuchen. Wenn ihr das Pokémon haben wollt. Wenn, dann müsst ihr vielleicht auch in andere Städte reisen oder was auch immer. Ein Weg findet bestimmt... ihr findet bestimmt einen Weg, an dieses Pokémon heranzukommen. Oder auch vielleicht durch Tausch, was weiß ich. Es sei denn, wenn ich später vielleicht noch, wenn jetzt vielleicht der GameStop... Wenn ich jetzt vielleicht von GameStop, einige gratis... Codes bekommen könnte. Wenn sie wieder einen Überschuss haben, sprich, dass sie nicht so gefragt sind, so ähnlich wie das legendäre Pokémon Hooper, dann könnte ich das noch in ein, dann könnte ich da noch ein kleines Gewinnspiel rausbringen. Und dann, wo ihr die Chance habt, die Codes wieder zu gewinnen. Aber fürs Erste wollte ich jetzt nur mal darauf hinweisen, seit dem 5. Februar das legendäre Mew beim GameStop verteilt wird. Und erhältlich ist es nur bis zum aber ihr habt nur bis 24. Februar Zeit, euch das Pokémon zu holen. Also solltet ihr euch lieber ranhalten. Mit diesem Video wollte ich das noch bestätigen. Im Kampf werden wir das Pokémon jetzt nicht ausprobieren. Oder... Ach doch! Wenn ich schon dabei bin, mache ich das auch schnell. Level 100. Ich habe ja eh schon alle 8 Orden, also werde ich keine Probleme haben, das Pokémon einsetzen zu können. Ne? Oh, hier haben wir den handfesten Beweis. Und das in einer Woche konnte ich mich noch so weit hinspielen. Immerhin. Und dabei habe ich mich auch nicht, dabei habe ich das noch nicht mal wirklich gerusht. Ich habe also mir schon ein bisschen Zeit genommen dabei.
Tja, was für Attacken könnte ich ihm dabei einmal beibringen? Ich meine, Psycho-Attacke sollte es auf jeden Fall beherrschen. Ups, jetzt wollte ich eigentlich sortieren und bin versehentlich auf Beenden gegangen. Heieieiei. So. Das wollte ich eigentlich machen. Gut. Man sieht, es kann jede einzelne Attacke lernen. Es gibt keine Attacke, die es nicht erlernen kann. Gedankengut wäre zum Beispiel eine gute Attacke. Da ist er ein Psycho-Pokémon ist. Müssten auch Spezialangriffe für es, müsste es auch für Spezialangriffe wie geschaffen sein. Hm. Na, wenn ich schon dabei bin, Psycho-Attacke. Ich meine, Psychokinese müsste ich haben, ne? Na komm. Sag mir nicht, dass ich jetzt nicht Psychokinese hätte. Traumfresse habe ich. Bizarro-Raum. Zauberschein. Anscheinend doch noch nicht, ne? Oder ich hab's übersehen. Ja, komm, was soll's. Kann man nichts machen. Dann bringe ich ihn halt mal schnell Zauberschein bei und das war's. So. Wer bekomme ich die Attacke Psychokinese noch? Ich weiß nicht mehr, wo man sie nochmal genau bekommt, aber ich weiß, dass man sie im Spiel auch kriegen kann. Ja gut. Jetzt probieren wir mal Mutant Kampf. Aber jetzt nicht gegen wilde Pokémon. Ich wollte gegen einen Trainer, aber was soll's. So. Gegen ein Pelipper. Los geht's, Mew. Da ist das Pokémon in voller Pracht. Also wenn ihr dieses Pokémon auch haben wollt, dann solltet ihr schnell einen GameStop aufsuchen und bis 24. Februar habt ihr dann auch Zeit, den Code zu verwenden. Also es ist also ziemlich limitiert, wie es scheint. Deswegen durfte ich auch den Code nur ein... Also deswegen dürft ihr einen einzigen Code bekommen, weil dieser Code dieses Mal nur limitiert ist. Da kann man nichts machen. Deswegen solltet ihr die Chance nutzen, euch einen Gratis-Code holen zu können. Sucht euch den ein GameStop aus eurer nächsten Nähe auf und holt euch das legendäre Mew. Okay, das war's jetzt mit meinem Bonusvideo. Falls es wieder weitere Event-Legis zu holen gibt, werde ich natürlich das wieder in einem Video euch zeigen. Tja, Mew könnte man dann jetzt auch als perfekten VM-Sklaven verwenden, wenn es schon alle Attacken lernen kann. Ja. Werde ich demnächst auch machen. Ich denke, dass... Ja, weil wenn ich es nicht in Online-Kämpfen verwenden kann, wenn es eh schon Level 100 hat, brauche ich es für nichts anderes, ne? Oder doch, in Online-Kämpfen müsste es erlaubt sein. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es gebannt ist oder nicht. Was soll's. Okay, jedenfalls danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, viel Spaß weiter mit meinen anderen Videos auf meinem Kanal. Und ja, holt euch Mule so bald wie es nur geht. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.